Aber ich weiß schon, wo die eine Kurve. Die Rechtskurve. Jörg, grüß dich. Was läuft? Gut. Hey, Jörg. Ich habe den dritten statt den fünften geschaltet. Imagine. Ich schaffe es gerade in der Kurve Zeit gut zu machen, sogar an die, die ich gehasst habe. Aber ich habe jetzt versucht, in der letzten noch was rauszuholen, bin voll gegen die Wand. Pumpen 20,4 Grad. Grad bei uns. Bei mir ist leider noch immer noch Fieber da. Heute wieder beim Doc gewesen. Ein Lungenflügel hat sich ein bisschen erholt. Der andere ist immer noch nicht so gut. Also ist halt immer noch sau heiß hier drin. Müsste halt jetzt mehrere Tage so bleiben, damit es älter wird. Jetzt mache ich wieder die üblichen Fehler bei den zwei Kurventechnik, das kannst du dir nicht vorstellen. Das ist ja schon, wie man aus der letzten Kurve rauskommt, entscheidend für die nächste Runde. Das ist echt. Ja, scheiße. Alexa, wie viel Grad ist es morgen in München? Morgen wird in München, Bayern, eine Höchsttemperatur von 25 Grad Celsius erwartet. 25 bei mir, Jiroka. Sagt Alexa. Hallo. Ja. Dann, wenn du nicht da gut rauskommst, verlierst du schon Zeit. Ich glaube, das ist nicht so schlimm, weil du hast ja dann nur 0,1, vielleicht schlechter. Das glaube ich gar nicht. Alexa, wie viel Grad wird es morgen in Wien? Morgen wird in Wien, Österreich, eine Höchsttemperatur von 28 Grad Celsius erwartet. 28 Grad, okay, okay. Naja, doch, okay. Aber es ist nicht mehr über 30. Zum Glück. Zum Glück. Jetzt gesagt hätte 35, hätte ich gedacht, okay, das wird wieder wild, aber unter, ich bin ja schon froh, dass es unter 30 ist, ne, muss ich mal sagen hier. Mach das, trägst du eigentlich Brille? Sagt ihr uns quick.
Okay. Siehst du schlecht oder warum Termin? Ich gehe meistens nur, wenn ich halt einfach schlechter sehe. Und das ist nach 5 oder 10 Jahren. Ich bin noch nie so einfach so zur Kontrolle gegangen am Augenarzt, sag ich dir. Den meisten Schmarrn vom Optiker machen lassen. Nicht so richtig böse gefahren über die Curbs. Ich habe immer Gras mitgenommen, muss der Reifen kühlen. Okay. Nun lässt du nochmal checken oder was von. Vom Augenarzt, wo alles Roger ist. Hey, das kannst du keinem erzählen. 0,8 Sekunden in der ersten Kurve verloren. Ich bin wieder ganz anders gefahren bin. Soll ich jetzt eine Sekunde aufholen nach den ersten zwei Kurven? Verloren habe. Ich will immer mehr. Jo, ich mache ein anderes Auto, denke ich. Mir macht es. Ist es okay so? Macht es gar keinen Spaß mehr, so mit dem gleichen Auto zu pushen. Weil ich wieder was Neues. Ist bei mir auch, Jeroka. Das kommt anscheinend dann mit dem Alter wieder. Mein Werdegang von den Augen. Erster, also generell habe ich, ich sehe ohne Wille nur 25 oder 15%. Ich bin halt kurzsichtig. Mein Werdegang erstmal minus 0,75, minus 1,75, minus 3,5, minus 4,5. War mein maximal minus 4,5 und jetzt ist es runtergegangen wieder auf 3,5 oder 3,75. Und bei mir ist es halt so, ich nehme sehr viele Tabletten und ich nehme Tabletten und auf einmal ist nach einer Stunde so, als ob ich keine Brille tragen würde. Und irgendwann ist es so geblieben. Tablette abgesetzt, hin oder her, ist es geblieben. Und dann musste ich von 2,5 minus auf minus 4,5 gehen. Und jetzt ist das eine Auge, glaube ich, minus 3,5 und das andere ist sogar auch nur minus 3 oder so geworden. Also es ist auf jeden Fall besser geworden. Das ist ja krass. Nicht. Mach das. Auf jeden Fall, safe. Aber ich sagte nur, dass es bei mir ähnlich geworden ist. Dass ich jetzt mit schwächerer Brille mehr sehe. Das mit der neuen Brille und eingewöhnen ist sowieso irgendwie ewig. Ich habe ja so eine Brille, wo ich eigentlich nur in der Mitte so ein kleines Bullseye habe, so ein Guckloch, wo ich es richtig sehen kann. Aber wenn ich da so ein bisschen links, rechts vorbeischaue oder den Kopf nicht bewege und ich irgendwo hinschaue, sehe ich halt schlecht. Das ist halt schon, da sagte man mir, da gewöhne ich mich dran nach 2 Monaten. Das Gehirn gewöhnt sich dran. Diese Aussage war vor 12 Jahren. Ich bin nie dran gewöhnt.
Ich sehe immer das Ding, ich sehe immer quasi das Begrenzte. Ich sehe die Begrenzung vom Rahmen, ich sehe die Begrenzung von der scharfen Sicht. Ich sehe halt, keine Ahnung, das ist halt schwierig. Okay. Wildaufwärmrunde hier. Ey, wie schön es ist, aus einer neuen Perspektive das zu sehen wieder. Die Strecke. Das ist so, also Technik. Ich weiß nicht, es ist einfach toll, ohne Witz. Es ist einfach wieder schön. Ich habe mich, was denn das Wort, festgefahren auf das ab beim anderen. Natürlich kann ich mich herantasten und auch ein bisschen versuchen, besser zu werden, aber ich hänge halt da fest und dann. So gefällt es mir. Ja, schaust du mal. Wie lang ist jetzt genau die Brille her? Wie viele Tage, die neue? Ich möchte einfach mal so eine Runde drehen und schauen, wie die Orientierung von dem Auto ist. Und mein Ziel ist es ja, ähnliche Runden mit jedem Auto zu schaffen. Und mich damit einen bestimmten mehr zu verbessern, der mir am besten liegt. Ach so, jetzt erst. Ach so. Ach du Scheiße, das ist ja komplett. Also, wenn du eine neue Maus tragen würdest, Hass haben würdest. Komplett beschissen erst einmal. Und gedreht. Okay. Nochmal. Also, ich muss sagen, wenn irgendwie Sichtfeld korrigiert oder Krümmung und irgendwas korrigiert wird, ist mir schon öfters passiert, dass ich einfach gegen den Türrahmen gerannt bin. Hab mir meine Schulter schon ausgekugelt. Weil du einfach normal mit voller Wucht einfach spazieren gehst und du bleibst komplett rechts mit der vollen Schulter, dem ganzen Gewicht einfach im Türrahmen hängen. Komplett. Oder du, je nachdem, kannst du auch die Füße oder so anhauen, aber das war halt mit rechter Schulter, Türrahmen, zack, bam, reingerammt. Und die Türen sind nicht so instabil wie in den amerikanischen Häusern. Also oft, ne, hier in Deutschland sind die schon massiv und RIP. Mir aber auch schon oft sehr, sehr weh getan, nur weil ich halt die neue Brille hatte oder von Brille auf Linsen, das ist halt ends krass, sowas. Ist das jetzt nochmal Verbessertechnik oder was? Nee, bisher noch nicht. Aber 1,47568 ist, glaube ich, meine Bestzeit. Ist eine gute Zeit, ja. Würde ich auch so lassen erstmal. Also würde ich es abstempeln als gute Zeit. Und stolz drauf sein, das meine ich mitlassen. Bisschen das nervöse Heck hier. Ja, und das ist das Problem. Wenn du jetzt morgen zum Beispiel aufstehst und dann die neue Brille aufsetzt, von Start an des Tages, fühlt sich nicht mehr so krass an. Weil wenn du von einer zur nächsten Brille gehst, ist ja Katastrophe. Wie viel hat sich das denn verändert? Wie ist es denn besser geworden? Bei mir war es dann wirklich schon ein bis zwei Dioptrien besser. Gekartet haben? Neu, ich schaffe mit dem Ding keine Runde hier. Versuche jetzt schon das zweite Mal eine Runde zu fahren hier. Ach, das ist ja noch okay. Aber ich muss sagen, bei mir haben das nicht leicht. Meine Augen sind ziemlich komisch. Dann tun sie ja immer wieder hier hin und her schalten, Bilder, dann schärfer Ding. Tun sie sagen, das besser oder das schlechter, dann die Krümmung, das. Sehen sie so besser, sehen sie so schlecht, dann sage ich einmal,
ja, so sehe ich besser. Danach hast du das nochmal machen. Dann sage ich, so sehe ich schlecht auf einmal. So einfach haben sie mir nicht. Dauert halt schon manchmal über eine halbe Stunde, bis das bei mir passt. Ist halt ein schwieriger Patient, ne? Ja, in allen Bereichen. Und dann wollte ich halt mal zum Augenarzt hingehen, wenn ich wirklich ausgepennt bin und nicht müde bin, weil die Augen sind ja schlecht, wenn du müde bist. Habe ich nicht geschafft und ich bin nach 30 Stunden wach sein hingegangen. Und das war die beste Messung, die ich hatte. Kannst du dir nicht vorstellen. 30 Stunden wach sein. Eine halbe Stunde gedauert. Okay, anscheinend ist das ja normal. Okay. Und dann wurde ich einmal gemessen. Nächstes Mal soll ich dann wiederkommen, dass ich genau das alles mögliche da ordne und so ein Scheiß. Dann habe ich gesagt, ich würde aber gerne, dass sie mich das dann, bevor ich die Brille final nochmal order, oder die Gläser, dass sie mich nochmal messen. Sagen sie, ja, kein Problem. Als ich nochmal hingegangen bin, wollte mir ja schon alles bestellen, sage ich, nee, bitte nochmal messen und so. Und dann war das aber schon wieder leicht verändert. Aber es war nur ganz, ganz bisschen anders. Und dann, als ich die Brille dann hatte, habe ich gesagt, komm, jetzt gehen wir nochmal. Jetzt möchte ich das schauen, ob es wirklich richtig passt. Und es hat dann zum Glück gepasst. Weil so eine Scheiße, ich sag's dir, ist teuer und ich muss damit 10 Jahre zurechtkommen, mindestens. Die alte Brille hat mich 10 Jahre gehalten und 500 Euro gekostet. Nur Optiker. Augenarzt habe ich lange nicht mehr gesehen. Oder vielleicht sollte in meiner Familie liegen komische Augen. Im Sarg, also. Oder in der Familie generell. Ja, schaust halt. Aber du brauchst halt eh ein paar Tage, um dich dann zu gewöhnen. Okay, einfach mal eine Testrunde gefahren. 2,7 hinter der Zeit. Ist ja auch fast meine Zeit. 2,6 oder so. Mal gucken. Ich glaube, ich muss das ähnliche machen mit den Bremsen hier, ich teste gleich nochmal. Was fährt denn hier für eine Yellow Flag vor mir? Was? Er sagt immer Yellow Flag Caution. Ja, ich war gerade ab und zu ein bisschen weit raus. Ich auch gerade. Aber es ist die Einführungsrunde, ist noch alles. Hier ist es die Schwitzerrunde. 0,32 besser bis jetzt, aber es wird die zweite gezahlte Runde mit dem Ding. Boah! Wieso machst du? Wieso passiert mir das? Das ist nie passiert, Technik hier. Was machst du denn hinter mir? Warum machst du denn genau das Gleiche? Ja, weil ich da immer über die Curbs gehe und Vollgas gebe. Noch nie anders gemacht. Über die Curbs, stabil, Auto gerade halten, Vollgas. Was soll ich machen? Was ist also? Ja, also, da verstehe ich dich aber nicht. Gleich mal Auto verändern. Einmal Spoiler mehr. Wo ist diese Scheiße mit dem Bremsmüll da? Wo ist das jetzt gewesen? Kurz nach vorne wieder. Hier. Was ist das eh? Ach Gott. Bei dem ist es eh 69. Pechte. Ich mach 71. Okay. Und das Traurige hier, Raka, nochmal kurz zurückzukommen zur Brille. Vitex ist clear.
Ich hatte ein schönes, altes, stabiles Ray-Ban-Gestell. Schön, stabil. Hat mich vor 10 Jahren, glaube ich, so 120 Euro gekostet oder so. Und ich fand es super. Ich wollte es eigentlich wieder haben, weil es einfach stabil war. Nur ist es mit der Zeit irgendwie dann doch nach 10 Jahren ausgeblichen. Bisschen weißlich. An einigen Stellen vielleicht so gräulich sogar. Egal. Und Imagine. Ich habe jetzt auch wieder Ray-Ban geholt. Es gab das nicht. Hab eigentlich das gleiche Geld, das ist jetzt schon vor einigen Jahren her, gleiche Geld investiert und das ist einfach total beschissen. So schlechte Qualität. Weißt du warum? Wegen dem Plastik. Das wird ein bisschen warm und dann verbiegt es sich schon. Kann ich jetzt hier so, geht das hier so jetzt? Ja, geht besser. Also das ist ja so, man tut ja die Brille, wenn man sie einstellt. Oh, ich kann gerade nicht. Ich muss gerade jetzt. Nochmal, egal. Kurz stehen bleiben. Ich kann ja die. Keine Brille, wenn man sie so ein bisschen aufwärmt, kann man so ein bisschen die Bügel anpassen. Biegen hier, verbahren, alles einstellen. Und. Das ist ja auch okay, man stellt alles ein, es passt. Und bei der ist es so, ich setze sie auf. Natürlich wird sie warm am Schädel. Und dann lege ich mich irgendwie hin, auf Seite, links, rechts oder auf dem Rücken, alles. Und da bewegt sich die Brille ja so ein bisschen. Und sie biegt sich die ganze Zeit. Durch die Wärme, die mein Kopf ausstrahlt, ist sie sehr, sehr, wird sie sehr Dalsim-like. Schwach, gibt nach das Material. Und was soll ich denn da machen? Ich krieg sie nie wirklich gescheit hin. Ich muss meine Brille alle paar Sekunden so nach oben schieben. Wenn ich sie dann zu eng biege, tut sie sich sofort wieder, wenn es ein bisschen wärmer wird, nach außen biegen. Und ich war so stolz drauf, vor 10 Jahren war das so eine geile Qualität. Ich wollte genau die gleiche. Und ich habe eigentlich das Nachfolgemodell genommen von damals. Nur halt jetzt. Damals hatte ich es komplett schwarz, jetzt habe ich halt so schwarz-lila mit einem ganz leichten lila Stich drin, was ich halt noch besser fand. Und sehr, sehr schwaches Material. Also mit dem Technik, ich rutsche. Halber Porsche, sag ich dir hier. Ja, die alte war einfach krass. Weil in den Jahren passiert viel. Nur bei denen, sie ist halt schief. Sie ist einfach schief. Wenn ich sie zusammenklappe, muss ich den, ich weiß es nicht, der rechte oder linken Bügel, muss ich zuerst zuklappen, sonst kann ich der andere nicht drauf tun, weil es komplett asynchron oder asymmetrisch ist. So, ja, und asynchron. Ja, im Kopf. Ist halt nicht alles so bündig, wie ich mir das vorstelle. Ja, meine konnte leider nicht mehr. Doch gar nicht probiert, weil die ist ja komplett von der Farbe her abgegangen und so überall und es ist halt einfach zu viel gewesen. Und nach 10 Jahren, okay. Damit möchte ich halt einfach auch sagen, dass die Qualität enorm nachgelassen hat. Auch da. Und ich jetzt nicht einfach hingehen kann und sagen, hey, gib mir ein neues Gestell, weil diese Brillengläser sind halt extra dafür angepasst worden. Und auch für auch diese Brille hat 500 gekostet. Ich bin vor 10 oder sagen wir, es ist ja schon über 12 Jahre her. Damals bei einem Optiker gewesen. Da sagte man, komm, Gex geht zu viel, man, bla und günstig, dies, das.
Habe ich gesagt, komm, okay. Ich habe jetzt zwar keine in der Nähe hier direkt, aber ich gehe mal. Identischer Preis. Identischer Preis wie vor 10 Jahren, weil wenn du die Sachen halt so anpassen musst, wie bei mir, ist es egal, wo du hingehst. Das ist halt der gleiche Preis, was du machst. So 10 Euro plus oder minus. Hier volle Entspiegelung, dann die Krümmung natürlich. Und trotzdem sage ich dir eins, ich sehe mit dieser Brille, wenn hinter mir ein Licht ist, sehe ich es trotzdem. Ist nicht so geil entspiegelt. Da ist die Qualität auch noch schwächer, obwohl ich die super duper mega Pornenspiegelung habe wie hier. Die ist ja bei Glas viel besser eigentlich als bei Plastik. Gekantet hier. Fühlt sich schwer an, technisches Auto. Naja, auf jeden Fall bin ich stark enttäuscht, was das angeht, und ich kann es halt nicht ändern. Weil mir das Geld fehlt, wenn da sowas. Und ich kämpfe damit Tag für Tag, dass die Brille überhaupt auf der Nase irgendwie bleibt. So, wenn ich vom PC sitze, muss ich halt alle paar Minuten mal hochschieben, weil sie runterrutscht. Wenn ich draußen mit den Krücken gehe, gehe ich halt ziemlich komisch, muss ich alle 2-3 Krückenschläge mal stehen bleiben, die Brille wieder hochschieben. Wenn ich das alles wieder korrigieren und ein bisschen enger mache, drückt es schon am Kopf und dann nach 2 Minuten wird es wieder normal warm und das wird sich wieder zurückbiegen. Also. Ich bin ja kein Brillenträger, aber kannst du dir nicht so ein Sportband holen, was du da hinten dran machst? Und dann? Ja, dann machst du dir mal schön auf. Dann? Rutscht die nicht mehr runter. Die soll doch auch so nicht rutschen. Die muss doch das. Muss doch stabil halten. Ja, aber tut sie ja nicht. Aber ich verstehe nicht, was das Sportband bringen soll, genau. Sie ist in der Mitte zwischen den Augen, auf der Nase ganz oben, und sie rutscht halt runter, das bisschen. So ein Zentimeter. Und dann sehe ich schon nichts mehr, weil ich genau an der Position in der Mitte das haben muss. Du bist halt immer wieder hoch. Achso, du meinst ein Sportband um den Kopf herum, dass die Brille hält, wo es dann drückt auf den, ja. Auf den Rahmen. Ja, nee. Da kann ich auch Kopfhörer aufsetzen, das tut ja weh. Das drückt ja. Ich weiß, was du meinst. So früher, was die Tennisspiele angehabt haben. Ja. Naja, ich glaub, das war Basketball immer. Ja. Kopfhörer geht ja auch. Aber das drückt dann auf den Rahmen und drückt dann auf den Kopf noch mehr. Jetzt weiß ich, was du von mir willst. Das ist halt einfach ein Weichei, wisst ihr. Die 70er haben angerufen. Was ist denn mit dir? Ich will mein Stirnband zurück. Ja. Kannst du dich vorstellen? Ich wollte doch nur helfen. Ja, aber gescheit, nicht so Müll. Lieber Schnauze, statt so einen Scheiß zu labern hier. Aber von mir kennst du es ja nicht anders. Ein schlechtes Beispiel. Nee, aber leider ist das auch keine Lösung. Ist dumm. Aber vielleicht, wenn ich den Track hier habe, brauche ich das auch. So ein Stirnband. Den du hast. Vielleicht brauche ich auch irgendwann so einen. Quatsch. Ist doch Luxus-Scheiße. Braucht man nicht. Hier ist es ja auch. So wie Fanatic-Lenkrad. Ja, siehst du, da hast du schon investiert. Ich habe am Lenkrad gespart und kann da jetzt nochmal Nipayen. Ich erwarte ja. Ich erwarte ja noch Zahlungen. Dann passt das. Ja, ich bestelle mir auch noch eine VR-Brille, also das finde ich irgendwann. Je nachdem, wie geil das mit dem Track hier wieder ist. Du musst dir das trotzdem mal, das Erlebnis haben. Das ist doch kein Ersatz, das ist einfach nur was anderes, weißt du? Zusätzlich die XP vom Tracky.
Ich muss diese Geschichte mal so genau erzählen in der Filiale, wie ich euch erzählt habe. Mit dieser Brille, die Erfahrung, die ich gemacht habe. Schauen wir, was sie sagen. Ist es nicht zu früh, einen Tag nach einer neuen Brille direkt zum Augenarzt, Jero? Nicht eine Woche vielleicht dran gewöhnen? Ich weiß nicht, ob deine Augen schon morgen das realisieren, dass du was Neues hast. Ich finde das so schön, sich in meine alte Zeit daran zu tasten. Es fährt sich nicht gut, muss ich sagen. Es fährt sich echt schwierig. Ist vielleicht doch zu viel mit der Bremse vorne. Ja, wegen Kontrolle. Nur ich glaube, dass nach einer Woche das Gefühl besser ist als nach einem Tag. Neue Brille. Meinte ich halt. Dr. Gex? Ja, bitte? Zur Stelle? Bis dann. Tschö. So. Jetzt muss ich halt nochmal mindestens 8 Jahre warten, Jeroka, mit der Brille. Bis ich mir eine neue holen kann. Zufrieden hin oder her, yes. Trotzdem beneide ich die Leute schon so ein bisschen, dass sie ohne auskommen. Und einfach auch eine spannende Sonnenbrille aufsetzen können. Das Geficke mit den Augen ist schon manchmal ekelhaft. Ich habe mir auch schon öfters mit Kontaktlinsen auseinandergesetzt. Aber da sind meine Augen einfach zu empfindlich und zu trocken für. Das ist alles nicht so geil.
Ja, same, same. Jero. Sie hörst dir meine Gedanken auch nach. Und das nach ein paar Jahren. Wieder da. Hallo. Mal. Was ist mit dir? Dinkel. Dinkelbrot, was? Ich stinke. Ja, tun wir das nicht alle? Eigentlich nicht. Ja, nicht. Verstehe nicht. Verstehe diese Aussage nicht. Jetzt, hä? Was denn jetzt? Noch ein bisschen die Bremskraft wieder auf 70 von 71. Einmal den Heckspoiler ein bisschen nochmal plus 1 gemacht. Und ich müsste die Reifen, glaube ich, noch anpassen, weil vorne. Die ist ja nicht auf 26. Oder vielleicht treffen wir jemanden mal in AC, der Ahnung hat, der sich einfach ins Auto setzt und sagt, komm Jungs, ich hab Ahnung, ich fahr jetzt mal zwei der Runden und bastel euch mein Setup, testet mal einfach, was haltet ihr davon? Er muss uns zwar ja nicht sagen, was er gemacht hat, wenn er seinen Skill nicht verraten möchte, aber einfach mal... Nein, so. Wahrscheinlich doof. Das bringt mir nix. Damit will, also es gibt ein Mod, wo du dir Setups runterladen kannst, ne? Ja? Will auch. Ich hab heute Morgen auch irgendwo gesehen. Er kann uns ja auch aber sagen, ungefähr, was er gemacht hat, aber wieso ist das Quatsch? Ja, das kann er dann immer noch sagen, aber ob wir überhaupt zurechtkommen mit dem, weißt du, was ich meine? Einfach so, warum ist das Quatsch? Wenn ich ein Auto vorgesetzt bekomme mit dem Super Setup, was möglich ist, was mehr möglich ist, dann denke ich mir, okay, da kann man sich dann hinarbeiten, oder nicht? Ich weiß halt nie, ob es mit deinem Setup besser wäre. Also ich würde es feiern. Dann fahre ich mit dem Setup, bin dann vielleicht eine Sekunde besser oder so, einfach weil ich halt besser zurechtkomme oder später bremsen, früher einlenken kann, früher rausbeschleunigen, was weiß ich. Und dann kann derjenige entweder sich dann gehen, weil er halt keine Lust mehr hat oder mal kurz sagen, hey, schau mal, so und so habe ich es gemacht, das ist eigentlich ganz simpel oder auch nicht, weißt du? Aber ich möchte halt sehen, was möglich ist, das meine ich. Lohnt es sich überhaupt, da in der Richtung zu was zu machen? Oder ja, nur so ganz, ganz... Mod, wo du dir Setups runterladen kannst. Also ich meine, lohnt es sich, wenn ich so ein bisschen Reifendruck, ein bisschen Balance und das da, okay. Aber man muss ja, glaube ich, bestimmt mehr machen. Das kommt, glaube ich, immer darauf an, wie du fährst. Also ich passe mich ja dann schon eher an das Auto an. Ich fahre 20, 30, 100 Runden und merke dann, wie das Auto in bestimmten Situationen reagiert. Dann tue ich halt dementsprechend das machen oder nicht machen. Und wenn dann das Auto dann anders reagieren würde, würde ich auch anders fahren. So ein bisschen, weißt du, ich meine? Man passt sich auch an. Das AFK, Telefon. Jo.
so viel gebremst hier, so lächerlich. Warum mache ich das? Hey Tuchelein, guten Abend wünsche ich dir. Jo, ich suche mir ja das so aus, was ich am wenigsten verstehe und kann. Und versuche das zu lernen. Kennst mich ja. Einfach ins kalte Wasser. Noch eine Eis drüber, Plane drüber und dann muss ich da versuchen rauszukommen. Ich bin zwar danach nicht besser, aber wenn ich überlebe, bin ich krank und bin kaputt, aber ich habe vielleicht dazu gelernt. Genauso bin ich ja auch in diesen Eldenschwing reingestolpert und in die verbotene westliche Zone reingestolpert. Immer. Glaube ich nicht, ich verstehe halt im Endeffekt gar nichts. Sonst würde ich da viel Klick-Klick machen und könnte einfach Klack-Klack machen damit. Vielleicht bei dem es anders machen? Doch nicht so gut, ich weiß nicht, Mann. Vorne rechts. Da verliere ich sofort Druck vorne rechts. Einfach zu schnell oder wieso schiebe ich so nach vorne?
muss ich denn installieren, dass das Display voll angezeigt wird? Ist wieder so ein Auto, wo das Display nicht angezeigt wird. Sehr, sehr komisch. Immerhin bin ich in der richtigen Kategorie hier, Tycho. So schlimm kann es nicht sein. Ich war halt nochmal beim Arzt, nochmal Lungentest und so Scheiß. Ich weiß jetzt nicht, ob links oder rechts. Eine der beiden Hälften hat sich halt ein bisschen erholt und die andere ist immer noch schlimm. Also dauert noch so eine langwierige, beschissene Sache. Sagte ich ja zum Arzt, ich kenne es ja. Wir hatten das Thema schon vor 2 Jahren. Das ist mindestens 2 Monate. Das dauert, dass es überhaupt gut wird. Ich glaube, dass die auch nicht ganz so geil ist bei mir. Aber ich habe zumindest noch beide. Guten Abend, das wird doch Kurt. Ich konnte, Techno und ich konnten unsere Zeit nochmal über eine Sekunde verbessern. Ich mit dem McLaren, er mit dem Porsche. Und jetzt probiere ich mit dem, was ist das? Was ist das für ein Auto? Mit dem Lambo. Auch an die Zeit ranzukommen, aber ich bin wieder am Setup hin und her basteln. Aber hab beim McLaren die Bremskraft ein bisschen nach vorne getan, weil ich mich immer so blockiert habe hinten mit einem leichten Andippen nur. Das hat mir geholfen ein bisschen und habe den Heckspoiler noch ein bisschen plus 1 oder 2 gegeben. Was mir aber hier nicht so hilft irgendwie. Mit McLaren sogar, wo ich gestern so richtig, sag mal fast geraged bin, wo ich nicht verstanden habe, was ich wo gemacht habe. Und ja. Ja, und der wird nicht weniger, Tycho. Der Konsum. Zu den Tabletten kommen ja noch Sprays dazu, wegen der Lunge. Also, DLCs und Add-ons sind da. Ich konnte dann Kurt einige Kurven dann schöner und besser fahren. Aber irgendwann war ich ja auch wieder am Limit und wenn ich da so am Limit bin, macht es dann nicht mehr so viel Fun. Brauche ich mal ein neues Auto, andere Perspektive und dann schauen wir mal. Komme aber an diese Fahrweise von dem noch nicht ran, weil ich das Ding bricht halt schon ziemlich aus und ich weiß nicht, wie ich das verhindern soll. Irgendwie zu langsam hier. Ich stecke so viel Zeit in diese GT3-Dinge. Ich versuche noch ein bisschen anders zu bremsen, als ich es tue.
damit das Auto ruhiger bleibt. Probier dieses komische Trailbreaking-Ding. Probier mich von Tag zu verbessern. Obwohl ich heute nicht fit bin, konnte nicht mich ausruhen. Weil ich früher raus bin, spät ins Bett, früh raus. Und wenn meine Füße nicht viel Erholung kriegen, dann ist es schwierig für mich. Mehr Schmerzen. Die Kurve hat sich zum Beispiel. Die vorletzte ist es einfach so eine scheiß ekelhafte Kurve, wo ich nicht genau verstehe, was das soll. Jo, normal zu. Schönen Abend. Soweit. Genau deswegen möchte ich ja lernen, weil ich auch nicht kann. Gino. Ja, aber es ist halt ein weltbekannter, berühmter Kurs, der, glaube ich, in vielen Serien gefahren wird, wa? Dave meinte, es ist das Monaco ohne Wende. Rechter durchgefahren. Und das ist ja das Knastauto hier. Wenn wir die Knastzellen aufgehen. Was mit dem Gexler? Knastzellen hier. Bisschen konnte ich mich verbessern. Aber so ziemlich am Limit mit dem Auto. Es rutscht und rutscht. Ich krieg das nicht in den Griff. Ob na, hi Tycho. Hi Assetto. Und Tycho ist schon wieder im Lurk. Der verpasst. So. Was? Ich hab dir nicht zugehört. Ich hab grad den Chat überflogen. Ich hab mich noch ein bisschen verbessert. Aber es ist halt sehr, sehr unruhiges Auto, es rutscht ohne Ende, egal vorne, hinten rutscht mir immer komplett weg und ich kann nicht aggressiver fahren, also mehr rausholen irgendwie, so wie es ist. Ich habe schon probiert ein bisschen rumzuspielen. Ne? Ja. Ja, der ist so aalglatt irgendwie, oder? Überhaupt nicht, total wild. Schlimmer als, so wie der Porsche am Anfang ist der. So wie der Porsche. Vor deinem Tuning. Okay, Gino, you need to watch the track limits.
Nicht Tuning, Setup. Aber keine Bassbox hinten reingebaut. Jetzt mal nicht übertreiben hier, Kurt. Nochmal noch lahmere Krücken, und ich schlafe hier eine auf der Straße. Ich habe mich ja damit abgefunden, dass wir jetzt nicht Formel fahren, dass wir greifen. Für GT4. Kurt ist wahrscheinlich für die DRM, ne? Ich habe da ein YouTube-Video gesehen, da haben die von 1977 sind die Fahrzeuge unter anderem gefahren. Aufnahmen vom Originalaufnahmen vom Rennstart und das Rennen dann in Assetto Corsa. Cool. Also ich habe jetzt 10 GT3 Autos hier drin und Server, ich weiß nicht, wie ich noch GT4 reinkriegen soll. Boah, yo. Geil, Geschenke. Was ist denn jetzt? Boah, geil, Geschenke. Ich hab extra gemacht. Danke dir. Geschenke. Du bist der Einzige, der, egal was ich zocke, einfach supportet. Das ist einfach pervers. Boah, geil, Geschenke. Kann sich hier eine Scheibe abschneiden. So direkt im Stream. Pervers stehst du ja, ne? Boah, ja. Geil, Geschenke. Danke dir, Tycho, und Glückwunsch an die 5. Bedankt euch, ihr Schweine, sonst banne ich euch weg. Und Ding. Dankeschön. Ja, so hat aber ja jeder seine Favoriten oder seine Hass-Genres. Schön, Technik supportet mit DC, labert mich voll und fährt mit mir. Du supportest so, was doch. jedem das seine, oder Technik? Jeder wie er mag. Ja, passt ja, beides gigantisch. Ich versuche auch so zu supporten, wenn es irgendwie geht, aber. Ach, das ist, hast du doch. Halt auch, hast du doch mehr als genug. Pain. Ach, das muss ja nicht mit Pain sein. Also für mich ist das hier schon viel mehr wert Pain. Als Pain, diese Gesellschaft, weißt du? Die Gesellschaft kann man mit Geld nicht bezahlen. Ja, doch, kann man. Ich versuche dich ja noch ein bisschen zu erziehen, aber da. Da haben schon viele versucht. Jetzt geht's aber los. Ja, ja, natürlich. Hast du geschafft. Schaffst doch noch. Gib dir weiterhin Mühe. Huch, hat dir gerade ein Witz eingefallen. Weißt, kommt ein Pferd in eine Bar, der Barkeeper hat so langes Gesicht, deswegen muss ich lachen. Nicht wegen Erziehen, ja. Technik. Irgendwas. Ja, kommt ein Typ mit dem Papagei auf der Schulter in die Bar, fragt der Barkeeper, was denn hinten her? Sagt der Papagei, keine Ahnung. Hab ich vergessen. Ja, doch, so ein bisschen. Muss man dich halt manchmal ein bisschen rügen, ne? Ja, ist doch richtig so. Doch, gut so. Oh Mann, ist der Sprit auch gleich leer bei mir her. Obwohl ich noch nie in Rügen war, aber verstehe, was du meinst. Ich war schon in Rügen. Hast gesagt, Sprit ist leer. Ich schau auf mein Ding, 2,8 Runden vor der Schikane. Ups, da muss ich bremsen. Drüber gebrettert. Huch. Und da schimpft Gino wieder. Gino bist du, oder? Ja, klar. Aber ich kann ja trotzdem über eine andere Person reden. Ich habe auch die Setups Gino genannt. Oder Gino fährt ja. Ich spiele ja einen. Wir haben festgestellt, also ich war der Meinung, weil ich es habt ja so das so doof erklärt. Ich mache hier RP. Ich spiele eine Rolle. Ich bin ein Rennfahrer. Okay. Oder? Alles, was. Nein. Im Endeffekt, alles, was man vom PC macht, ist RP. Man schlüpft eine Rolle. Nein. Na klar. Ich spiele einen Rennfahrer. Ist aber nicht RP. Doch? Nicht im Sinne vom RP, ja, wie man's. Nicht im Sinne von GTA-RP, wo man da
wo man da in die Arbeit geht, langweilige Geschichten, ich meine, spannende Geschichten erzählt, dem anderen irgendwas aufs Auge drückt und dann bla 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 bla. Altes. Schönen guten Tag, Polizei hier, ich würde mal gerne Ihren Ausweis sehen. So eine verfluchte Scheiße, Alter. Okay, hier steht aber, Sie sind Brillenträger, Sie haben aber gar keine Brille an. Ja, genau. Also. Erstmal hier ein Ticket, ne? Kannst du sowas nicht vorstellen? Wie lost sind die Menschen? Ach so, das ist auch Amts hier, ne? Dings, Beleidigung. Direkt in den Knast. Und 5000 Keksis Strafe. Ja, so ein Gelaber, ey. Die ist einfach nur auf irgendwas erfinden und lügen wie gedruckt. Aber im Endeffekt, ist das ja auch nur Fliehen aus dem Alltag, so oder so. Ich meine, es ist nichts ein Scheiß, ich mache mich nur ein bisschen lustig. Das ist alles gut, es hat alles seine Berechtigung, ob wir jetzt Auto fahren und ob ich jetzt Rennfahrer spiele oder irgendein Bootsverleih-Typ in GTA oder ein Dino-Pfleger in ARK als RP, was weiß ich. Es ist einfach eine Rolle, die man spielt. Ob ich in WoW einen Paladin spiele, der auf die Fresse kriegt, man spielt fast zu 99% immer eine Rolle, wenn man vom PC sitzt. Man ist nicht das eigene, man ist nicht, wie sagt man das, sich selbst? Nee, man vertritt nicht sich selbst, ja. Ja, du hast immer einen Avatar, der... Ja, genau. Man hat immer eine virtuelle Scheiße, die für einen fungiert oder agiert, reagiert, aktiviert, pervert.